Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zur Plug Tale mit Malkondo. Und mit Mulenia. Ja. Ja. Ja, So, wir sollten Hugo folgen in den Keller. Er wollte uns irgendwas zeigen, was der andere Junge gemacht hat. Lukas. Lukas. Also Namen kann ich mir in diesem Spiel nicht merken, ne? Normal bin ich da gut drinne. Das stimmt. So, aber der Kleine muss sich jetzt gedulden. Hier liegt viel Zeug rum, was ich einstecken kann. Ach ja, die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Aha. Da werden halt die Sachen abgelegt, ne, die du... Okay. Das heißt, ich habe hier jetzt eine... Ein ganz schönes Stück Arbeit. Einen unterschlupfenden Festen, oder... Ja, mehr oder weniger, ja. Okay. Warte, gehe ich nachher mal gucken. Eigentlich nur schnell die Sachen einsammeln und dann... Mhm. Habe ich hier denn auch... Ah ja. Mhm. Sehr schön. Guck mal, wir können wieder was machen. Ja. Bänder. Verringert die Zeit, in der Amicia ihre Schleuder hervorholt. Ausrüstung. Amicia braucht keine Werkstatt mehr, um ihre Ausrüstung aufzuwerten. Amicia verstärkt ihren Gürtel mit dicken Lederbändern, sodass sie genug Werkzeug bei sich tragen kann, um ihre Ausrüstung aufzuwerten, wo immer sie möchte. Aber nur die Ausrüstung. Ich gehe mal davon aus, dass sich das auch nur um das hier oder Das kann ich dir nicht sagen. Das alles. Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. So, Hier brauche ich da. Da brauche ich 6, dann passt das nicht. Ich kann nicht beides machen, das ist doof. Wie das meistens so ist. Oh, was mache ich denn? Also es überall aufwerten zu können, wäre ja eigentlich schon nett. Aber ich glaube, eine schnellere Schleuder wäre erstmal wichtiger, oder? Ach komm, für mich ist das wichtig. Denn, Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ja, das ist gut. Was brauchen wir jetzt da noch? Da ist eigentlich... So, naja. Also so viel sammeln müssen wir dafür auch nicht mehr. Das ist richtig. Das geht eigentlich. Guck mal, hier liegt auch noch Zeug rum. Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Siehst du, da habe ich schon... Eins hast du schon mal. Genau, einen brauche ich noch und dann war es das. Okay. Dann folge ich ihm jetzt erstmal. Ich denke, ich komme ja zurück wieder, ne? Du bist da des Öfteren noch. Okay, gut. Oh, was liegt da denn? Ein grüner Löwe, der die Sonne verschlingt. Hoffentlich keine Prophezeiung. Okay, wir gucken. Eine Ikonografie. Die Alchemie fasziniert Wissenschaftler und inspiriert Künstler. Das wiederkehrende Symbol des Löwen, der die Sonne verschlingt, ist als Anspielung auf Alchemieauflösung zu deuten. Durch den Einsatz dieses Verfahrens, bei dem Vitriol Schwefel zersetzt, sollen grobe Substanzen von edlen Substanzen getrennt werden. Ich habe ich nicht verstanden. Das ist alchemische Auflösung auch und nicht... Ah. Okay. Ja, deswegen habe ich es vielleicht nicht verstanden, weil ich es falsch gelesen habe. Ja, letztendlich geht es eben tatsächlich um Trennung und so ein Kram oder Auflösen von Gegenständen und so. Okay. Noch. Oder Materialien. Ja. Die Sonne beherrscht den Mond, anstatt sich mit ihm zu vermählen. Hallo. Lukas! Oh, da seid ihr ja. Gut geschlafen? Kein bisschen. Das Labor ist runtergekommen, aber hat mich inspiriert. Ich habe das große Werk fast vollbracht. Und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. In Ordnung. Und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Hugo, hol eine Kerze. Das muss es sein. So, also. Hier haben Alchemisten gelebt. Vielleicht auch Laurentius. Vielleicht? Ja. Okay, es sieht hier ja echt interessant aus, ne? Ja.
Schon sehr alchemistisch. Absolut. So. Hier, sonst noch was? Ja, den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Ah ja. Hier. Gut, dann jetzt die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Hugo. Mann. Wow, das große Werk. Das war eigentlich nicht geplant. Tja. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder, Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Okay, tschüss. Mann, hat er mich wieder erschrocken, ey. Okay, das kann ich alles nicht mitnehmen. Ja, hättest du fast in die Hose gemacht. Aber da hat nicht mehr viel gefehlt. Hast du eigentlich Melly gesehen? Nein. Vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Oh, dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten leer stehen. Das ist wieder der Tiegel eines Alchemisten. Da wird Lukas sich freuen. Okay. Kann ich wieder lesen. Alchemistischer Schmelztiegel. Das wichtigste Werkzeug eines jeden Alchemisten. Dieser steinerne Behälter widersteht auch den härtesten Bedingungen, extrem hohe Temperaturen und Säuren, ohne Schaden zu nehmen. Während des gesamten alchemistischen Prozesses ist er ein zuverlässiger Begleiter bei der angestrebten Vollendung des großen Werks. Jawohl. Das ist ganz schön schwer, das zu lesen. Da ist so viel Alchemistisches und... Genau. Ne, das sind halt solche Zungenverdreher. Ja. Hallo! Wow. Komm, Amicia, mach mit! Na, habt ihr beiden Spaß? Ja. Die Inquisition sicher auch. Melly, wir dachten, du wärst weg. Komm, wir müssen reden. Ach, das hört sich nicht gut an. Die hat mir ja eigentlich sowieso nur geholfen, weil sie irgendwas erwartet hat, ne? Mhm. Ja, was ist denn? Dieses Chateau ist eine Ruine. Ah. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Amicia. Und wegen Hugo... Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia. Das glaube ich dir. Geh nicht ohne Lebewohl zu sagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amicia, komm bitte. Ja, Hugo. Was hast du gefunden? Oh, ich kann mich bewegen. Ich habe was gefunden. Handbuch der Vogelsprache. Lyrik vielleicht? Okay. Handbuch der Vogelsprache. Da ihre Arbeit von der Mehrheit als finster und gefährlich angesehen wird, geben sich Alchemisten große Mühe, ihre Werke zu verschlüsseln. Seit der Antike machen sie sich daher diese Vogelsprache zunutze, die auf Metaphern, Wortspielen und Klängen sowie einer mystischen Buchstabensymbolik beruht. Ihre wahre Bedeutung geben diese Texte nur Eingeweihten preis. Aha. Interessant. Ja, also im Mittelalter galten Alchemisten, insbesondere Frauen, ja als Hexen. Ja, eben diese Kräuterweiber, ne? Genau. Heute nennen sie es die Homöopathen. Da unten, da ist die Zeichnung. Ja. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Ich zeig sie dir. Komm mit. Ich folge dir. Ja? Also, der hält mich hier ganz schön auf Trab. Ja. Guck dir dies an, guck dir das an. Ja. Das sind dieselben Symbole. Ja.
Vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber! Na gut. Komm zurück! Wo gehst du hin? Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja! Amicia? Tut mir leid, dass ich krank bin. Nein, nein, nein. Hör zu, wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melli. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja, die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest Leider du also... nicht. Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Danke. Gut, ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Hugo, es tut mir leid. Ich muss weggehen. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut, ich bin bald zurück. Ja, nö. Nö? Nö, ich gehe nicht weg. Ich nehme den Kleinen mit. Kannst du nicht einfach weggehen? Was hat das da auf sich? Kriege ich noch eine Erklärung, bitte? Vater, Mutter, okay. Ihr werdet immer bei uns sein. Okay, das ist also das Familienemblem, ja? Wie der Jong sozusagen. Okay, hatte ich mir schon gedacht, sowas in der Art. Naja, damit hatten sie sich ja auch am Anfang doch bei diesem Priester oder was das war, die hatten ja gesehen, dass das eben dieser komische Baum da. Ja. Hier gibt's noch eine Blume. Jetzt hängt der Baum am Baum. Ja. Hä? Da kommen wir hier ran. Jetzt. Was hast du da gefunden? Hier, Johanniskraut. Oh. Es beschützt dich, wenn du in die Stadt gehst. Das muss ja starkes Zeug sein. Ja, das ist eine sehr gute Blume. Sie steht dir gut. Danke. Okay, da können wir wieder lesen. Johanniskraut, diese Pflanze ist nicht nur das Symbol von Feindseligkeit, sondern steht auch für Schutz und Licht. Angeblich soll man mit ihr Melancholie und andere psychische Störungen heilen können. Obwohl sie auch als Teufelsflucht bekannt ist, kann ihre Einnahme zu ernsten Herzrhythmusstörungen führen. Hä? Kann ihre Einnahme zu ernsten... Oh, die kann Nebenwirkungen haben. Tja. Sieh mal einer an. Wahrscheinlich auch nicht zu viel von futtern. Nee. So, kommen wir da durch? Nein. Hast du was gesagt? Du hast gehustet. Hallo? Geht's dir gut? Nein, der ach, freut lacht. Sich nur. Mhm. Du hast gehustet. Ah, ja, ich mach mir Sorgen. Oh, der ist krank. Mach mir halt Sorgen um das Kind. Ja.
Ah, die ist da, okay. Ich würde gerne mal gucken, ob ich eventuell jetzt doch noch was verbessern kann. Mhm. Oh ja, guck mal, meine Munitionstasche. Da fehlt mir leider noch ein Stoff. Bietet Platz bis zu 14 Geschosse. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt brauche. Oder ob ich lieber warte. Denn ich würde eigentlich eher die Schleuder nochmal verbessern wollen. Hm. Ich glaube, ich lasse das erstmal. Okay. Ich würde aber ganz gerne mal schauen, das hier ist doch Alkohol oder sowas, ne? Was ich so für die Sachen brauche, guck mal. Das könnte ich eigentlich mal herstellen. Das kann ich ja mitschleppen ohne Ende, ne? Also jeweils 10 Stück oder sowas habe ich doch davon, ne? Ja, du kannst auf jeden Fall einiges mitnehmen, ja. Ich stelle da mal was her. Was ist das hier noch? So, eliminiert Gegner ohne Geräusche zu verursachen. Okay, nee, das mache ich jetzt aber nicht. Das erfordert auch Stoff. Genau. Aber hier, das hier, zwingt Gegner, die am Kopf getroffen wurden, ihre Helme abzunehmen. Da mache ich mir nochmal einen von. So, und dann kann ich nämlich hier noch ein paar Sachen einsammeln. Wo ich das auch nicht unbedingt jetzt machen muss. Das kann man ja auch später wahrscheinlich noch mitnehmen, das Zeug. Mm, ja, klar. Na? Okay, dann würde ich jetzt erstmal nochmal nach Lukas gucken. Lukas? Da gehst du aber. Achso, Lukas. Lukas. Der hat doch gesagt, er macht Ausrüstung für uns fertig. Seid vorsichtig in der Stadt. Dort ist es bestimmt chaotischer als hier. Keine Sorge, wir Mädels können auf uns selbst aufpassen. Davon bin ich überzeugt. Trotzdem viel Glück. Ja, vielen Dank. Hast du Ausrüstung jetzt für uns oder hast du nur gesagt, du machst Ausrüstung? Die gibt's dann erst später. Okay. Gut, dann, ja, gehe ich dann doch nach oben zu ihr. Ich hatte gedacht, der gibt mir tatsächlich noch irgendwas. Mhm. So. Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hör zu, eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei übersät mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. In Ordnung, werden wir. Hm, ich bin mal gespannt, wie das gemeint ist. Mhm. Im Schatten des Walds. Richtig. Erste Regel zum Überleben: Tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Psst. Da ist die Stadtmauer. Ja, okay. Na gut. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten. Der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Nein. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Oh mein, hätten sie ja wenigstens rausnehmen können, oder? Nee. Es ist Mittelalter. Okay, warte mal. Irgendwie habe ich da gerade Probleme mit... Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Hab mit dir. Ja, tschüss. Viel Glück. Dir auch. Kann ich da was mitnehmen? Nein, da kann ich nichts mitnehmen. Aber ich kann hier stehen bleiben. Hier geht's mir gut. Hier ist alles okay. Ja. Genau, und da bleiben wir dann auch stehen. Bis zum nächsten Part. Genau. Also, bis denn. Macht's gut. Ciao, ciao.